9 Jahre nach den ersten Entwürfen sind die vom Dresdner Maler Max Ulich gestalteten gotischen Fenster der Magdeburger Johanneskirche nun fertig. Für den 83-jährigen Künstler sei es das großflächigste Werk, das er je gemacht habe. 6 farbige Fenster auf der Südseite, 7 monochrome Fenster im Chor sowie ein ebenso gestaltetes Fenster an der Nordseite geben der Kirche ein neues Aussehen. Die Fenster messen zwischen 12,50 Meter und 13,70 Meter in der Höhe und sind 2 Meter breit. Mit der Einweihung der Fenster ist der Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Johanneskirche, in der Martin Luther einst predigte, abgeschlossen. Mit zahlreichen Spendern und durch Fördermittel ließ sich das rund 1,4 Millionen Euro teure Kunstprojekt finanzieren. Ulich gestaltete die Chorfenster mit für seine kunsttypischen verschlungenen Zweigwerken alter Weinstöcke als Glasmalerei in Grau, Weiß und Schwarz nach oben. In den Südfenstern sind Landschaften in Feuer- und Erdtönen zu sehen.